wurde in dem Dorf Bethlehem im Bezirk Judäa in Israel geboren. Herodes war dort damals der König für dieses Gebiet. Irgendwann kamen Astrologen aus dem Orient in Judäas Hauptstadt Jerusalem und fragten dort alle Leute: Wisst ihr, wo dieses Kind ist, das in der Zukunft der König von allen Juden sein wird? Wir haben bei uns daheim so ein besonderes Sternbild am Himmel gesehen. Unsere Deutung davor war, dass dieses Kind jetzt geboren worden ist. Deshalb sind wir den ganzen Weg bis hierher gekommen, um ihm den Respekt zu zeigen, den es verdient hat. Der König Herodes war total fertig, als er das hörte. Und nicht nur er, alle in Jerusalem waren das. Er organisierte sofort ein Treffen mit den Chefpriestern und den Leuten, die viel studiert hatten und eine Menge wussten. Die fragte er: Wissen Sie, wo dieser neue König geboren werden soll? Darauf meinten sie zu ihm: In Bethlehem, das hat Micha schon in seinem Prophetenbuch geschrieben. Dort steht: Bethlehem, du bist nicht die unbedeutende Stadt in Juda. Den aus der dir wird ein Typ kommen, der über ganz Israel das Sagen hat und sich gut um meine Leute in Israel kümmern wird. Da rief Herodes die Astrologen heimlich zu sich, weil er genau wissen wollte, wann sie den Stern das erste Mal gesehen hatten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Sie müssen dort das Kind suchen und mir sofort Bescheid geben, wenn sie es gefunden haben. Okay? Ich gehe dann auch mal dorthin vorbei, um zu zeigen, dass ich Respekt vor ihm habe und auch um ihm zu beten. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihm im Traum aber geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf dem anderen Weg heim in ihr Land.